Chef der Serie Michael Thier. Man hat in diesem Jahr mit dem DMSB eine Übereinkunft getroffen, dass es hier um die deutsche historische Automobilmeisterschaft geht. Jetzt treibt es mir so ein bisschen die Tränen in die Augen, denn jetzt sehen wir zum einen mit der 482 ein Ausrollen, der einen 944er Turbo zum Einsatz bringt. Turbo Porsche, Geschäftsführer einer Firma für Automobilpflegemittel, das ist Markus Obermeier. Und wir haben einen qualmenden Porsche gesehen, der die Farbe grün hatte. Und jetzt wollen wir keine Leute scheu machen. Nein, Gott, naja, Gott sei Dank, also ich dachte schon ein Fahrzeug vom Dunlop FR Langstrecken gab, aber hier hat es einen betroffen vom Reiterclub für Motorsport und das ist der 911er Porsche mit Robert Hinzer und Lukas Mösgen und da hat es mächtig gequalmt, Olli. Ja, vor allem, er hat eine Spur hinter sich hergezogen, ja. Und ich fürchte mal, da hat er da Ausgang Brünnchen rüber bis zur Eiskurve, steht da jetzt Eingang Eiskurve, aber mal eine fette Flüssigkeitsspur gezogen und wahrscheinlich ist deshalb auch der 944er Porsche von Obermeier womöglich auf der Spur ein bisschen ausgerutscht. Also die Spur, die hat mir mal gar nicht gefallen. Wir sehen, das Auto steht. Gott sei Dank ist er nicht noch weiter gefahren, hätte dann noch mehr Kühlmittel verteilt. Aber Kühlmittel oder womöglich Öl, eins von beiden. Auf jeden Fall ein unschönes Bild und ich fürchte mal, den Porsche werden wir heute nicht mehr sehen und ich hoffe mal, dass er das bis morgen früh hinbekommt. Wir haben ja auch die Besonderheit, da sehen wir nämlich die nächsten beiden, die da abgeflogen sind im Brünnchen, da gibt es definitiv Öl oder Flüssigkeit und die Sportwachter machen tolle Arbeit, haben die gelben Flaggen draußen, aber trotzdem, wenn man dann mit so einem Auto ohne ABS, ohne Traktionskontrolle, ohne alles auf so eine Ölspur kommt, da hat man kaum noch eine Chance. Und dann ist der Dreher vorprogrammiert, da liegt der, geht der nächste ab, Golf 2. Hinten kommt noch ein, was ist das? Fiat, oh, ja, vorsichtig. Also definitiv Kühlmittel. Und da geht der BMW ab. Und das ist das Auto von Claudia Hürtgen, oder? Jawohl. 782. Der schlägt sogar noch leicht ein, also definitiv da einiges an Spektakel. Christian Menzel sehen wir gerade vorbeikommen, der konnte sich noch gerade so abfangen. Es ist wirklich eine fiese Spur, Kühlmittel oder Öl, die da den Fahrern und Fahrerinnen einige Probleme macht. Es war übrigens nicht das Auto von Claudia Hürtgen, es war das Auto von Gabi von Oppenheim, die gemeinsam mit Andreas Middendorf den gelben 2002er BMW pilotiert. Ja, das Fahrzeug war es im Übrigen von Engels Rennsport. Vorbereitet wird Engels Rennsport, wobei Norbert Engels ja auch schon vor einiger Zeit mal wieder selbst mit einem Fahrzeug aus dem Hause vom BMW natürlich dabei war. Ich erinnere mich da gerne zurück. Vor 2 Jahren waren wir zu Gast bei der ADAC Sachsenring Classic und da war er eben auch mit von der Partie. Ja, wir haben eben ein Auto aber dort durchkommen sehen und ich glaube an dieses Fahrzeug, vor allem an die Besatzung, hast du auch gute Erinnerungen. Alexander Kolb, Mark Henrizi mit dem Austin Healey 3000. Ja genau, wunderbares Auto. Mit dem Alexander Kolb habe ich letzte Woche noch lange gesprochen. Der hatte da auch noch ein ganz, ich will nicht sagen, ein neues Auto aufgebaut, hatte wieder aufgebaut was. Da gab es arge Motorprobleme. Und dann hat er gesagt, nee, mit dem Motor können wir nicht fahren. Da geht die nächsten beiden, 3 Autos gehen ab. Dann NSU TT, ein Audi 50 und ein Kadett EGSI. Also diese Kühlmittelspur, die wird doch uns länger beschäftigen. Ne? Ja, aber ich war beim Alexander Kolb geblieben mit dem Austin Healey, wo er auch schon Meister wurde. Hat wirklich schon viele, viele Nordschleifenrunden hinter sich auch. Ja, und hat sich mit dem Mark Henrizi natürlich da einen absoluten Topmann dazugeholt. Das wird einer sein, der hier im Gesamt auch ganz weit nach vorne fahren wird. Das kann ich garantieren. Ja, und die Sportwarte zeigen doppelt gelb und versuchen dort natürlich die Fahrer dementsprechend zu warnen. Und man sieht hier unten jetzt im Bereich, ja, fast Mitte Brünnchen noch die doppelgelben und auch die gelb-rot gestreifte Flagge zu schwenken. Früher immer Ölflagge dazu gesagt, heute heißt das Ganze hier Achtung. Betriebsmittel auf der Strecke und jetzt kommt einer nicht so richtig weg. Dr. Erich Sanders, Andreas Seidel, Thomas Kappeler, anderen K aufgebaut sind. Fahrzeuge von Homologationsjahr 1900 und Olli, jetzt sehen wir aber noch einmal, müssen das kurz unterbrechen, schaust vielleicht mal drauf, dass die austretende Flüssigkeit aus dem Porsche und was dann hier nachfolgend alles sofort passiert ist. Ja genau, es haben dann wirklich viele im Problem, sehen jetzt mal den BMW 02 von Gabi Oppenheim, der da abfliegt, da der Opel und der hat aber auch einen heftigen Sprung gemacht über den Curb nach innen und ich glaube, da ist vorne links das Rad, der war so hoch in der Luft und ist dann auf das linke Vorderrad praktisch geknallt und ich denke mal, der wird sich das linke Vorderrad dann richtig, ja, zumindest mal schief gezogen haben und deshalb fährt er da nicht weiter mit der 356 der Opel.